Willkommen zu einem kleinen Videotutorial zu Password Safe and Repository Version 6. Ich möchte Ihnen heute vorstellen, wie man Anwendungslogins automatisch über Password Safe ausfüllen lassen kann. Wir haben hier ein kleines Beispiel, und zwar den VMware Infrastructure Client. Das ist eine ganz normale Windows-Anwendung und bietet eben eine Anmeldemaske. Wir öffnen Password Safe. Ich habe mir schon mal einen Ordner angelegt mit einem entsprechenden Formular, das alle Felder enthält, die ich in der Anmeldemaske benötige. Wir legen nun ein neues Passwort an, vergeben natürlich auch die Server-IP, unter der der Server erreichbar ist, Benutzername und ein Passwort. Nun müssen wir diesen Datensatz oder dieses Passwort mit der Anmeldemaske verknüpfen. Hierzu gehen wir auf den Reiter Verknüpfungen und wählen Verknüpfung hinzufügen. Der Datensatz muss natürlich gespeichert werden und sagen Anwendung erfassen. Nun öffnen wir das Anmeldefenster und bleiben hier mindestens 3 Sekunden drin stehen. Password Safe lernt dieses Fenster nun automatisch an und bietet die Möglichkeit, nun die Felder zuzuordnen. Wir wählen unser Formular VMware Server aus. Nun haben wir alle Felder zur Verfügung. Man kann jetzt per Drag and Drop einfach die Felder auf die entsprechenden Eingabefelder rüberziehen. Wir nehmen die Server-IP und ziehen es in das erste Feld. Benutzername und ziehen es in das zweite Feld. Passwort in das dritte Feld. Jetzt könnten wir noch den Formularklick auf Login ziehen, damit er auch den Login-Button automatisch klickt. Das machen wir jetzt erstmal nicht, denn wir wollen einfach nur sehen, ob er richtig einträgt. Wir speichern das ab. Es wird automatisch mit dem Passwort verknüpft. Das Passwort wird auch gespeichert und schon sind wir eigentlich fertig. Wenn wir nun zum Fenster wechseln für den Login, erkennt dieses Passwort Safe automatisch und trägt die Daten ein. Mit einem Klick auf Login oder wenn wir es vorher automatisiert hätten, würde Password Safe dies automatisch machen, würde nun der Login erfolgreich durchgeführt. Das war ein kleines Beispiel, wie man Anwendungen unter Windows mit Password Safe einfach anlernen kann. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.